Benno macht mit Mama ein Video. So, jetzt. Da ist der Benno. Da ist der Benno. Siehst du, genau. Ja? Erzählst du ein bisschen was? So. Hallo zusammen. Heute mal mit Special Guest. Ich hatte auf Instagram ein paar Bilder gepostet. Das ist Benno. Den habe ich von einer Freundin bekommen. Ihr Sohn hat sich nicht mehr so um Benno kümmern können, wie er ursprünglich wollte. Und Benno ist der Einzige jetzt bei uns, der handzahm ist. Alle anderen leider nicht. Und ja, dadurch, ich hole ihn jetzt ab und zu mal aus dem Käfig. Dann darf er mit mir hier Fernsehen gucken oder sowas. Und am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er eben als Einzelvogel jahrelang gehalten wurde. Aber inzwischen scheint er richtig aufzublühen und ist wirklich glücklich, dass er so viele Freunde und Kollegen da mit sich in seinem Zimmer hat, ne? Aber ich möchte eben, dass er gerne handzahm bleibt, für Hanna auch. Und ja, und dann wurde ich gebeten, nochmal ein Video zusammen mit Benno zu machen. Und das versuchen wir heute, weil das wird ein ganz kurzes Video, ne? Wir haben die Douglas-Box bekommen. Ich habe schon reingeschaut. Und die Box geht postwendend wieder zurück. Ich möchte euch aber den Inhalt nicht vorenthalten. Ja, ja. Und wer das Mimi-Box-Video schon gesehen hat, da habe ich mich ja beschwert, dass ein Päckchen angekündigt wurde, was ich nie bekommen habe. Und schaut mal, was zusammen mit der Douglas-Box gekommen ist. Das Produkt, was ich jetzt austesten darf, in der Hoffnung, dass meine Pickelchen dann hier unten so ein bisschen weniger werden. Da schauen wir mal, ne? Das müssen wir erst testen, Benno. Das müssen wir erst testen. Ja. Ja, erzähl ruhig ein bisschen was. Und die Douglas-Box, die haben wir auch bekommen. Da schaust du, ne? Ist aber nicht so interessant für dich, Süßer. Wir sehen immer nur deine Rückseite. So, da ist die Douglas-Box. Mach mir gleich mal den Thumbnail. Tschüss. So, ja, das war das Titelbild. So schnell geht das bei uns. Ohne viel Shishi, ne? Ohne viel Shishi. Ja, so, die machen wir jetzt mal auf. Dann haben wir die Karte und das Hauptprodukt ist ein Duft. Und wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass es den wohl vor einem Jahr auch schon mal in einer Box gab. Das finde ich natürlich nicht so klasse. Mein Arm wird lahm. Mein Arm wird lahm. Ich hoffe, dass sich jetzt keiner an Bennos Gezwitscher stört. Ich mache ja schon immer extra die Tür zu, damit ihr die anderen nicht hört. Ne? Du bist doch ein niedliches Kätzchen. Ne? Wen sollte das stören? Gar keinen, ne? Nein. Ich muss schielen, wenn ich dich angucke. So, da haben wir, dann fangen wir mal mit dem Produkt an. Von Douglas Beauty System C Talasso Eau de Toilette. Das mache ich jetzt auch nicht auf. Wir wollen uns hier nicht einplüstern. Ne? Außerdem geht das ja eh zurück. Das ist dieses Eau de Toilette. Und ich glaube, da war irgendwas mit 9,95 oder sowas. Oder ich habe mich verlesen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich das gelesen habe. Preis weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das nächste Produkt ist von der gleichen Eigenmarke, ein Schauergel. Wollen wir da mal schnuppern? Wollen wir schnuppern? Ne, wir können nicht schnuppern, weil das unten eingeschweißt ist. Also ein Duschgel. Dann habe ich von Catrice, den haben glaube ich alle drin gehabt, weil einige Catrice letztes Mal, die Sachen waren wohl abgelaufen oder irgendwas stimmte da nicht mit. Und deswegen gibt es diesen als Ersatzprodukt. Und ja, der geht dann natürlich auch mit zurück. Ja, den dürfen wir auch nicht behalten. Nein, so ist das dann. Dann haben wir von Schwarzkopf ein Hair-Therapie-Oil-Miracle. Irgendwie sowas. Ja, es ist halt auch so ein Mini-Pröbchen. Die gewünschte Menge in das Handtuch trockene Haar einarbeiten. Ja, so Haaröle habe ich ja genug, von daher brauche ich dieses 5 Milliliter Pröbchen da nicht. Und das findest du gut, ne, dass ich dir erzähle. Hm? Ja, findest du gut, ne? Mein Arm wird bloß lahm. Gut, dass das Video nicht so lang wird.
Dann ist was, das hätte mich jetzt sehr interessiert, aber nur deswegen behalte ich jetzt die Box nicht. Das ist von Rexaline, ein Plump Up the Volume. Geben Sie Ihrem Gesicht sein Volumen zurück. Ich meine, Fett gibt ja auch Volumen, aber trotzdem so ein paar kleine Fältchen. Hätte ich gerne ausprobiert, aber na gut, Pech. Das ist halt so eine kleine Ampulle mit so, ich denke mal, mit einer Pipette dran. Ja, guck mal, du hast sogar die richtige Farbe für die Douglas-Box. Wo habe ich den Deckel jetzt? Ne? Hast du eine Douglas-Farbe? Na, du bist ja viel schöner, ne? Du bist ja viel schöner, Benno. Habe ich gesagt, Benno? So hieß er allerdings schon. Ne? So haben wir dich dann auch, den Namen haben wir so beigelassen, ne? Hast du gerade ein Duddy gemacht? Das wird so warm. Das wird so warm auf meiner Hand. So, und dann das Letzte, auf das ich sehr gut verzichten kann, ist von Clarins. Ist das zweimal das Gleiche? Einmal anscheinend eine Nachtcreme und eine Tagescreme mit jeweils 3 Milliliter. Komm mal auf die andere Hand. Ich will nur mal meinen Arm runter machen. Ja, so können sie dich wenigstens auch mal sehen. Hm? Ja? Du bist... Du willst mir ja wohl nicht in die Nase beißen, ne? Und da steh dich, Freundchen. Mhm. Jetzt zieh ich dir die Hammelbeine lang. Mhm. Und meine Haare lässt du auch in Ruhe, ne? Ja. So, also das war die Douglas Box of Beauty. Heute mit Special Guest Benno. Benno. Nicht hacken, ne? Ich traue mich lieber nicht. Du bist frech. Ja, du bist ein freches Kerlchen. Also, wir sehen uns im nächsten Video und ja, wie gesagt, also Mimi-Box wird sicherlich, mal gucken, ob die Mimi-Box die erste sein wird, die hochlädt, oder diese Douglas-Box-Video ist natürlich sehr viel kürzer, vielleicht ist das dann eher oben. Und dann versuchen Heiko und ich wenigstens heute Abend wirklich die Brand-News-Box zu drehen. Schauen wir mal, ne, ob das heute klappt. Gestern bin ich nämlich mit Hannah. Wir sind relativ früh ins Bett gegangen und sie hatte gefragt, legst du dich noch bei mir hin? Dann habe ich mich hingelegt und bin ich eingeschlafen. Dann bin ich 1:15 mitten in der Nacht bin ich wieder aufgewacht. Und da hatte ich dann keine Lust mehr, ein Video zu drehen. So, Gesundheit. Gesundheit. Sagst du jetzt Tschüss? Sag Tschüss, Benno. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Wollen wir mal ein bisschen dichter vor die Kamera? Komm mal hier. Wollen wir mal ein bisschen dichter vor die Kamera? Aber nicht Angst haben. Nicht Angst kriegen, ne? Guck mal, kannst du dich da sehen? Da bist du, Benno, da im Display. Da bist du. Da, siehst du dich? Da ist, ja, da ist ein Butschi. Da ist ein Butschi. Guck doch mal wenigstens hin, du Keks. Ja, erzählst du uns was? Ja, na, wo soll die Reise hingehen, hä? Wo soll die Reise hingehen? Benoli? Benoli? Benno ist ein feines Kerlchen, ne? Benno ist ein feines Kerlchen. Ja? Ja? Benoli? Ja? Jo? Was hast du gesagt? Du bist ein Süßer? Ist Benno ein Süßer? Ja. Jetzt bringe ich dich gleich zurück zu deinen Kollegen, ne? Hm? Jetzt bringe ich dich gleich zurück zu deinen Kollegen. Ja.